Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin die Jeanne und es fehlt noch ein letzter Teil und zwar, wie ich die Bindung gemacht habe. Es hat leider zeitlich nicht so hingehauen, dass ich euch beim Matten mitnehmen konnte. Allerdings möchte ich es euch nicht vorenthalten, wie ich es gebunden habe. Wie gesagt, ich nutze dazu die Cinch. Wird jetzt hier kein Verkaufsvideo, das heißt, es gibt genug Videos, wo dieses Gerät erklärt ist auf YouTube. Ich wollte euch nur zeigen, oder erklären, wie ich das quasi Ganze noch gebunden habe. Und zwar sind meine Seiten ja 20 cm aufgebaut. Und da habe ich das dann so genutzt, dass ich im Prinzip für vier Ringe, seht ihr das richtig? Ja, vier Ringe sind das im Prinzip, dass ich da mir quasi Löcher reingestanzt habe. Und dazu habe ich, hier, seht ihr, es sind nur vier. Ja, so. Und dazu habe ich im Prinzip nur die ersten vier Löcher benutzt. Ich habe ja dann hier vier und da vier und da habe ich es mir einfach, oder warte mal, hier oben so, hier vier und hier vier benutzt und da bin ich einfach ganz einfach vorgegangen. Ich habe mir im Prinzip meinen Anschlag, den kann man ja so rausziehen hier so. Er ist jetzt gar nicht richtig, weil das hochgeklappt ist. Diesen Anschlag habe ich komplett, bis es gar nicht mehr geht, an diese Seite gedrückt und dann habe ich mir alle Löcher im Prinzip erstmal ausgeschaltet und habe geguckt, was ich schön finde und ich bin dann auf vier quasi rausgekommen und das heißt, ich nehme im Prinzip meine Seite, die ich lochen möchte. Wenn ihr schon was reingesteckt habt, dann achtet darauf, dass es nicht drin ist, nicht, dass ihr es euch mitlocht und dann quasi entweder feststeckt oder auch oder Sachen gelocht sind, die nicht gelocht werden sollen. Jetzt habe ich es und zwar nehme ich dann einfach nur mein Teil, schiebe das hinten bis zum Anschlag ran, mache das ein bisschen vorsichtig. Ich halte hier auch immer gerne nochmal meine Hand mit fest, also den Anschlag mit fest, dass es nicht verrutscht. Und dann drücke ich mir das einfach nach unten. Dann drehe ich mir das Ganze rum. Und mache das Gleiche wieder. Halte mir den Anschlag hier ein bisschen fest. Drücke das ein bisschen nach hinten. Und dann habt ihr eine schöne, saubere Kante. Und dann lege ich mir das quasi hier rüber. Dann kommt meine nächste Seite. Da schaue ich wieder, dass hier nichts drin steckt. Das habe ich im Prinzip so gemattet. Wenn ich es dann komplett zusammengebunden habe, dann zeige ich es euch noch einmal im Kompletten. Und dann gehe ich einfach so vor, dass ich das mir von der einen Seite und von der anderen Seite einfach loche. Und das ist easy peasy gemacht. Ich glaube, das erklärt sich ein bisschen von selber. Hier dann kann ich mir das hier wieder reinstecken. Ich hinterspiele euch ein bisschen Musik, dass das Ganze nicht so langweilig wird. Und ja, dann sehen wir uns gleich nochmal, würde ich sagen. Binden wir es uns mal ein wenig. Und zwar mache ich das gerne so, dass. Jetzt muss ich kurz überlegen. So. Ja, so. Dreimal gedreht und noch falsch. Und zwar mache ich das gerne so, dass das letzte Teil eigentlich von hinten nach vorne kommt. Dass ich dann im Prinzip hier dieses Stückchen dann im Buch habe, sozusagen. Dann könnt ihr das im Prinzip an eurer Cinch so machen. Das ist eigentlich total easy, dass ihr euch das hier ein bisschen reinhängt. Und dann könnt ihr eigentlich von hinten hier anfangen einzufädeln. Muss ich nur kurz gucken, dass das bei mir so ein bisschen passt mit meinen Löchern. So. Und dann könnt ihr euch das hier richtig schön einfädeln. Und ja, was gibt es da noch zu sagen? Ich glaube, weiter kann ich euch dazu gar nichts weiter sagen. Wir können gleich nochmal durchblättern, das habe ich schon versprochen, dass ihr nochmal seht, wie ich dieses Papier verwendet habe. Da sind beide wieder relativ ähnlich geworden. Ja, so, dann habe ich das im Prinzip hier eingefädelt und drehe ich mir das ein bisschen nach hinten durch, dass mir da nichts runterwurschtelt. Dann gucke ich nochmal nach, dass ich alles so ein bisschen erwischt habe. Dann drehe ich mir das Ganze um und setze mir das hier rein. Ich mache dann erstmal nur das erste Teil. Ich mache das dann gerne so, dass ich hier ist es ja jetzt im Prinzip gerade. Das schiebe ich mir hinten dran.
Das ist an der Bandung von meiner Cinch quasi dran ist. Dann gucke ich, mache ich es ein bisschen zusammen. Dann drehe ich es gerne mal noch ein bisschen, bevor ich es ganz runter drücke. Ich mache das auch gerne so, dass ich es mir ein klein bisschen kleiner einstelle, als dass die Ringe eigentlich sind. Ich glaube, die sind 1¼ und ich habe jetzt hier 1 eingestellt. Finde ich so eigentlich ganz gut, weil ich nämlich auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass mir hier manchmal eine Seite rausgeschluppert ist. Jetzt ist hier der Cardstock und die Pappe eigentlich recht dick. Ich glaube nicht, dass mir das da passiert, aber better safe than sorry. So, also. Und das ist jetzt im Prinzip mein Päckchen. Dann habe ich hier meine Hülle dazu. Dann kann ich das hier im Prinzip hineinschieben. Und dann ist im Prinzip unser kleiner Planer wieder mal fertig. Hier vorne ist es relativ simpel gehalten. Also das ist im Prinzip das Papier, was ich da gemacht habe. Hier habe ich wieder ein paar Die-Cuts genutzt. Die Taschen und so habe ich das mir ein bisschen dekoriert. Auch hier waren wieder einige Karten von diesen Trackern drin und so. Die dünneren Papiere habe ich hier wieder hauptsächlich dafür benutzt, um das oder mein Cardstock zu matten im Prinzip. Und das, was ich übrig hatte, das ist dann im Prinzip als Umschlag verwendet worden. Ich wurde auch gefragt, was das für ein Umschlag ist. Das ist eine Schanze von Lawnphone. Stitched Envelope heißt das, glaube ich. Dann dann gehen wir so ein bisschen, ist das im Prinzip fast das gleiche wie in diesem Buch, nur dass die Die-Cuts waren ein bisschen anders. Ich habe hier viel von diesen großen Karten drin gehabt, das hatten wir jetzt hier nicht. Aber das kann sein, dass wir deswegen die zwei Papiere mehr drin hatten, weil ich habe nämlich genau zwei Papiere übrig, die im Prinzip mit den goldenen Punkten drauf. Die habe ich übrig, die habe ich mir jetzt weggelegt, die kann ich nochmal für ein Hochzeitsalbum benutzen oder so. Fand ich jetzt hier nicht schlimm, dass ich hier das Gold nicht verwendet habe. Fand ich so eigentlich dennoch ganz stimmig und passend. Wie gesagt, das ist das. Hier mache ich mir dann meine Büroklammer noch dran, um es zu verschließen. Dann habe ich hier mein Journal dran. Aber das haben wir ja alles zusammen gemacht. Und dann würde ich behaupten, dass im Prinzip unser kleines Projekt fertiggestellt ist. Ich habe mich gefreut, dass ihr mitgemacht habt. Da fällt mir noch was ein, bevor wir uns hier verabschieden. Ich habe mir nämlich eigentlich überlegt gehabt, hier war noch so ein lustiges kleines Lineal mit drin. Und ich möchte mir da im Prinzip da auch ein Lineal für machen, wo ich mir das im Prinzip einschneide, wo ich es reinmachen kann und rausmachen kann. Dazu habe ich mir eigentlich überlegt, dass ich es genauso stanze in den Löchern wie meine Seiten. Und dann brauche ich eine Schere. Stellen wir mal unser Gerät hier zur Seite. Und dann habe ich mir im Prinzip überlegt, da gibt es ja von My Favorite Things, wie heißt denn das? Diesen Planer, wo diese, da hat man so einen extra Stand, das sieht ein bisschen aus wie Pilze. Und dann kann man das immer so raus und rein machen. Und im Prinzip ist es ja, dass man das da reinmacht und rausmacht. Und ich will das eigentlich jetzt für mich hier mal ausprobieren, ob das funktioniert. Wenn ich mir hier ein bisschen ein kleines Eckelchen rausmache. Was man natürlich auch machen kann, dass das nicht so schnell ausfranst, dass man da ein bisschen Klebeband drüber macht und dann stanzt. Aber jetzt wollte ich das für mich hier kurz ausprobieren, wie das funktioniert. Und das funktioniert hervorragend. Jawohl. Das heißt, ich kann mir das hier ein bisschen rausmachen. Dadurch, dass ich jetzt kein Klebeband dran gemacht habe, ist es natürlich ein bisschen mit Fingerspitzengefühl, das Ganze zu machen. Und dann könnte ich mir das hier so zack, 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 zack. Das vielleicht nochmal als kleine Idee am Rande. Das könnt ihr dann entweder so benutzen oder nochmal eine andere Variante. Das wollte ich jetzt noch kurz mitgemacht haben. Wenn ihr es nachbastelt und zeigt es auf Instagram, verlinkt mich bitte, weil ich möchte es gerne sehen, was bei euch so rausgekommen ist. Das freut mich enorm. Und dann wünsche ich euch erstmal eine kreative Zeit. Es war schön, dass ihr eure Zeit mit mir geteilt habt. Bleibt schön kreativ, bleibt gesund in dieser Zeit und ich grüße euch ganz lieb, eure Shan. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.